Willkommen zur Vorlesung Organismische Pflanzenwissenschaften. Erstens, was sind Pflanzen? Schauen Sie sich diese Organismen hier an und überlegen Sie, welche dieser Organismen sind Pflanzen. Sie werden vermutlich schon direkt erkennen, dass dieser kleine Igel hier oder dieser Mensch sicherlich keine Pflanzen sind. Und Sie werden vielleicht sagen, okay, das ist grün, das ist grün, das ist grün. Das macht man ganz gerne. Das, was grün ist, sind Pflanzen. Also Merkmal Chlorophylle. Wenn man sich eine Tabelle hier von Lütke und Kluge anschaut, dann hat er die verschiedenen Algenklassen einfach mal angeschaut und hat gesagt, okay, wir haben hier die Rotalgen, wir haben hier die Braunalgen, die Grünalgen und die Armleuchteralgen als ein paar Gruppen daraus. So, und schauen uns hier die verschiedenen Stoffe an. Chlorophylle A, B, C, Phycobiline und ähnliches mehr. Dann sieht man, dass bei den Pigmenten hier diese Gruppe Chlorophyll A und B hat. Und die sind sehr eng mit den höheren Pflanzen auch assoziiert, sodass man sagen könnte, okay, diejenigen, die Chlorophyll A und Chlorophyll B haben, das sind die Pflanzen, die grenzen sich von diesen hier deutlich ab. Kann man so machen, wird auch oft gemacht, dass das hier die auch schon die Gruppe ist, zu den Pflanzen gehören. Das sieht man hier in der Abbildung beim Campbell und Rees sehr schön. Hier sind die verschiedensten Organismen gruppiert in verschiedene Gruppen. Man muss heute Gruppen sagen, also Abteilungen gibt es ja so nicht mehr. Aber man sieht hier diese Gruppe hier, diese Archaeplastida, hier etwas vergrößert dargestellt. Hier sehen Sie die Rotalgen, die Grünalgen, zwei verschiedene Gruppen hierbei und die höheren Pflanzen, die Landpflanzen. All die haben Chlorophyll A und B und das ist oft die Meinung, dass das entsprechend die Pflanzen sind. Also Pflanzen im weiteren Sinne sind Organismen mit Chlorophyll A und B. Das wären dann ausgehend von ursprünglichen Algen, die Rotalgen, die Grünalgen in zwei Gruppen und die Landpflanzen. Aber das ist eine Erdnuss. Und diese Erdnuss hat, wenn Sie die Frucht aufbrechen und die Samenschale entfernen, sehen Sie hier einen Embryo. Und ein Embryo ist eben auch ein Merkmal von Pflanzen. Was ist ein Embryo? Ein Embryo ist zunächst mal etwas, was entsteht aus der Zygote, aus dem Verschmelzungsprodukt von Eizelle und Spermazelle. Da entsteht ein vielzelliges Entwicklungsstadium. Und dieses Entwicklungsstadium ist umhüllt von speziellem Muttergewebe. Und wird davon auch ernährt. Und das ist eine Besonderheit, die haben die Algen noch nicht, aber die höheren Pflanzen sehr wohl oder überhaupt die Pflanzen sehr wohl. Und dieser Embryo ist das, was das zweite Merkmal einer Pflanze ausmacht. Hier sehen Sie zum Beispiel ein Embryo im Längsschnitt von Capsella bursa pastoris, dem Hirtentechelkraut. Und hier nochmal die Erdnuss. Sie sehen, da ist die Keimwurzel, hier sind die Keimblätter. Da ist die Keimwurzel, hier sind die Keimblätter. Wir werden das noch genau besprechen, wie so ein Embryo genau aussieht. Aber das ist das entscheidende Merkmal zu Chlorophyll A und B dazu. Das heißt, diese Gruppe hier, das sind unsere eigentlichen Pflanzen im engeren Sinne. Das sind die Pflanzen im weiteren Sinne, also die Rotalgen und die Grünalgen, aber das sind die Gruppe, mit denen wir uns tatsächlich beschäftigen werden. Diese Gruppe besteht, diese Landpflanzen bestehen aus drei Untergruppen, die kann man sich gut merken. Das hier ist sicherlich noch etwas komplizierter, da kommen wir später vielleicht darauf zu sprechen, aber erstmal wichtig, eine Gruppe sind die Moose, die zweite Gruppe sind die Farne, die dritte Gruppe sind die Samenpflanzen. Also nochmal, das ist die Pflanzen im weiteren Sinne und das sind die Pflanzen im engeren Sinne, die Landpflanzen oder die Embryophyten. Die haben also Chlorophyll A und B und ein Embryo, was diese hier oben eben noch nicht haben. Landpflanzen. Warum heißen die Pflanzen Landpflanzen? Haben ein Embryo, warum haben sie heißen Landpflanzen? Stehen an Land, naja, Sie wissen auch, es gibt Wasserpflanzen. So einfach kann es nicht sein, also sekundär ins Wasser gegangen, ist nämlich genau der Punkt. Landpflanzen, wir haben wasserlebende Vorfahren und die haben vor etwa 460 Millionen Jahren, da streitet man sich um 10 Millionen Jahre manchmal, die haben das Land erobert.
Und damit sind wir hier einer neuen Ebene. Und wenn Sie ein Land erobern, wenn Sie also gemütlich im Wasser flottieren, dann müssen Sie plötzlich, wenn Sie an Land sind, jede Menge Dinge verhindern. Wassertransport, Sie müssen Wasserverlust verhindern, Sie müssen Mineralien aufnehmen, Sie müssen den Raum erobern, Sie müssen ans Licht kommen und so weiter und so weiter. Da gibt es viele, viele Merkmale, die wir im Laufe der Vorlesung besprechen werden, keine Frage. Aber von diesen ganzen wunderbaren Erfindungen gibt es ein paar, die besonders wichtig sind. Das eine ist der Embryo, der überhaupt die Pflanzen vom Rest der grünen Organismen abgrenzt. Dann haben wir das Leitgewebe. Das sind Pflanzen, eine Gruppe von Pflanzen, in der Lage ist, den Wassertransport zu systematisieren. Darum werden wir sprechen, keine Frage. Dann gibt es den Samen, eine neue Erfindung der Samenpflanzen, um den Embryo noch besser zu schützen. Und dann gibt es die Früchte, eine Erfindung der Bedecktsamer, um den Embryo noch mehr zu schützen, also unsere Kirsche. Gut. Damit kann man ein Kladogramm aufstellen, eine stammesgeschichtliche Entwicklung zeigen, wie stehen die Organismen in der Verwandtschaft zueinander. Und wenn Sie sich dieses Kladogramm angucken, das sind die heute lebenden Organismen. Und dann sehen Sie, dass von den ursprünglichen Algen ausgehend, wenn Sie keine weitere Erfindung in dieser Form haben, bleiben Sie in Grünalgen. An dieser Stelle wurde der Embryo erfunden und diese ganzen Gruppen hier haben alle ein Embryo. Das sind die Embryophyta, das sind die Moosefarne und die Samenpflanzen. Dann gab es die Erfindung der Gefäße an dieser Stelle. Die Moose gehören da eben nicht zu, alle anderen sind Gefäßpflanzen. Dann gab es die Erfindung der Samen. Die Farne gehören da nicht zu, alle anderen sind die Samenpflanzen. Und innerhalb der Samenpflanzen gab es die Erfindung der Frucht und das sind heute die Bedecktsamer. Abgegrenzt davon sind die Nacktsamer. Das werden wir im weiteren Verlauf der Vorlesung nochmal immer wieder besprechen, aber das ist das Grundschema, das Sie sich einprägen sollten. Nochmal zur Verdeutlichung, weil das so ein wichtiges Teil ist. Also Grünalgen weg, bei der Erfindung des Embryos haben wir die Embryophyta. Wir haben ein Embryo. Die haben die Grünalgen eben nicht. Dann kam die Erfindung der Gefäße, dann haben wir die Gefäßpflanze, die sehen so aus, da gehen die Moose weg. Dann haben wir die Erfindung des Samens, die Samenpflanzen, damit sind die Farne raus. Dann haben wir die Erfindung der Frucht, hoppala, die Frucht, dann haben wir die Bedecktsamer, dann sind die Nacktsamer raus. So hat man eine immer höhere Spezialisierung und Schlüsselinnovationen, die in der Lage sind, ganze Gruppen zu charakterisieren. Nochmal ausgehend von unserem Anfangsbild, welche vier Organismen gehören zu den Pflanzen? Dann würden Sie jetzt sagen, die Moose, die Farne und hier die Samenpflanzen, Dipsacus, sehr schön, die wilde Karde. Wo ist der vierte? Schauen wir mal durch. Pilze ist eine eigenständige Gruppe, wurden früher zur Botanik gezählt und in vielen Lehrbüchern findet man auch noch Abhandlungen über die Pilze. Die Pilze stehen aber den Tieren näher als den Pflanzen, von daher hat das mit Pflanzen tatsächlich nichts zu tun. Tiere, klar, unser kleiner Igel und der Schmetterling gehört da genauso zu. Und natürlich der Homo sapiens als Tier. Und hier auch da dieser Schnurrbart, das ist irgendeine Alge, rotbraun oder grünalge, wahrscheinlich eine Grünalge, auch die gehört nicht zu den Pflanzen. Und diese drei, Moosefarne, Samenpflanzen, und das hier ist eben auch eine Pflanze, das ist der Fichtenspargel, ein Parasit, der eben sekundär das Chlorophyll verloren hat, weil er es nicht mehr braucht, weil er von anderen Pflanzen lebt. So, also insgesamt haben Sie jetzt eine Menge schon an Einteilung mitgekriegt. Wir haben die Landpflanzen, deren Merkmal ist der Embryo. Und deren Merkmal ist zudem das Chlorophyll A und B. Dann haben wir die Gefäßpflanzen, das ist diese ganze Gruppe hier. Dazu gehören auch die Samenpflanzen, die Bedecktsamer, ne, weil die Gefäße wurden ja entsprechend hier entwickelt. Und die haben die Gefäße, die Moose sind raus. Dann haben wir die Samenpflanzen, das sind diese Gruppen hier. Da wurde der Samen als neues Merkmal entdeckt. Und dann gibt es die Früchte, das sind unsere momentan höchst entwickelten Pflanzen, die Bedecktsamer.
In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.